das? Ist denn das? Nein, es ist das 13. Türchen. Nämlich das dritte Unboxing von meinen Resten. Diesmal die Exitus-Kiste. Dam-dam-dam. Also die extra große. So, da sind wir auch schon. Dann haben wir hier schon mal zwei Pakete Headbanger-Raketen von Leslie. Noch die richtig hammerguten Flashbang, 6 Stück, noch in der Schachtel. Altes Vego-Raketensortiment, sogar teilweise noch mit altem Logo. Knallkette aus Kubis. Eine Powerbox. Wer jetzt weiß, wie viele Powerboxen ich als Reste habe, kriegt einen Keks, wenn ihr das richtig in die Kommentare schreibt. Super Fontaine von Feistel. Alte Bloody Mary. Neue Bloody Mary. Mit einer der ganzen Batterien, die es von Vego gibt. Und noch eine Bloody Mary. Dann haben wir hier eine Monte Carlo von Helios. Ja. Der Klassiker von Heidi, die Poison Aquila. Ja, das Thunder Kong Power Pack mit Thunder Kong Max, Whistling, Shocker und den Headbanger Raketen. Dreimal das Ganze. Also schon mal sorry, wenn ich mich ein bisschen komisch anhöre, aber ich bin leicht verschnupft. Da haben wir hier das Thunder Kong Bulk Pack. 32 Thunder Kong Max. Das ist auch extrem geil und voll schwer. So, Dele. Oha, jetzt wird's extrem. Nein, es ist nur der rote Corsair von Fire Event. Der eigentlich kein Rest ist, sondern schon der erste Einkauf. Hoppala. Hier haben wir das Knall und Pfeif von Keller. Auch noch mit einem Logo und Luftheulern! So! Feuertopf Gold von Panda! Und noch einer. Die ist auch geil. Die sind richtig Hammer. Ja, Dynamit SP2 von Pyroart. Ja, also wir haben immer noch was auf dem Material hier drin. 3 Schachteln Knockout. Also das sind die mit Bouquet. Ja, da haben wir jetzt noch ein Blue-Star von Diamond. Ein Goin-Star von Diamond. So, oh Gott, bücken auch noch, ey. Woo. Und die scheiß Komet-D-Bürder holen wieder ab. Ja, 2 Komet-D. Reibkopfknaller von Keller Komet nach österreichischer Art, aber kommt natürlich auch aus China. So, die Fast and Furious. Also auch die Aquila von Vego. Noch eine Poison. Und, weil es gerade so schön ist, noch eine! Black Arrow. Auch von Vego, irgendwie habe ich echt viele Vego-Batterien. Dann haben wir von Heron die Cake 15. So gesehen die gute Aquila. Dies Jahr mal sehen, wie die so ist. Detonator von Vego. Klassiker schlechthin. Ja, und da haben wir noch 3 Päckchen Bo-Peep-Böller. Wir haben eine fette Super Show 6 von Jorge. 30 mm Kaliber und 10 Schuss mit die ganze Batterie in Deutschland. Und der extreme Klassiker schlechthin, die Dragon Fire von Vego. Ja, das war dann das große Reste-Unboxing. Und ich hoffe, euch gefällt dieses Video, auch wenn es leider etwas später kam als die übrigen. Und ja, wir sehen uns dann morgen wieder beim 14.12. Freut euch auf neue Videos und bis dann. Ciao und ja, habt noch einen schönen Tag.